Herzlich willkommen zu unserem siebten Teil unseres Let's Plays zu Vampire the Masquerade Bloodlines. In der letzten Episode haben wir das Ocean House Hotel besucht und sind dort auf Geister getroffen. Insbesondere den Geist einer jungen Frau und einem rachsüchtigen Ehemann, der anscheinend die Eifersucht so überkommen hat, dass er seine ganze Familie umbrachte. Wir konnten im Ocean House jedoch für Frieden sorgen, indem wir das Medaillon der Frau finden konnten. Dieses Medaillon sollten wir ursprünglich zu Therese bringen. Leider konnten wir Therese im Asylum nicht antreffen, sondern nur ihre Schwester Jeanette. Diese wiederum hat uns den Auftrag erteilt, in der Galerie Noir, hier am Ende der Straße, einige Kunstgemälde zu verschönern, wohlgemerkt mit unserem Messer zu verschönern. Bevor wir dies jedoch tun, werden wir unseren Blutvorrat aufstocken, und zwar an diesem, nicht an dem, sondern an diesem Herrn hier. Wir sehen uns in der Gasse. Nein, nein, machen Sie mal. Gehen Sie mal in die Gasse, Junge, her. Wir müssen darauf achten, dass uns dieser Penner hier nicht sieht. Es ist sehr wichtig jetzt für die Galerie, dass unser Blutvorrat voll ist. Hat uns nicht gesehen, sehr gut. Ah, was haben wir denn hier? Ein... Versucht das Schloss zu knacken, will ich jetzt eigentlich nicht in der Öffentlichkeit unternehmen. Ich spreche mal den Sicherheitsmann an. Hey, hold on a minute there. I'm afraid you're committing a 351. That's trespassing on private property. I'm gonna have to ask that you vacate the premises immediately, or I'm afraid I'll be forced to radio this in. Officer, haben Sie den Anruf nicht bekommen? What call are you talking about there, Chief? Einer der Künstler hat den Direktor angemacht, also musste ich seine Kunstwerke aus der Show nehmen. Ich bin der stellvertretende Museumsdirektor. Lassen Sie mich nun rein. Eine Bärentatze und einen Kaffee. Ernsthaft, Officer Chunk? Na gut, abgemacht. Look, I'll let you in, but I'll be filing a 62A on this when I get back to the security station after my shift. Just so you're aware. Das habe ich nicht anders erwartet. Vielleicht schreiben Sie gleich ein 45B dazu, nur um sicher zu gehen, Officer. Yeah, that's right. I mean, who wouldn't file a 45B? Everyone knows about 45B. Anyway, go ahead on in and you have yourself a nice night. Bis dann. Gehen wir mal gleich hier rein. Rüsten das Messer aus. Die Spendenkasse nehmen wir mal mit. Das gibt uns zwar einen Menschlichkeitsverlust. Aber den werden wir hoffentlich kompensieren können. Ja, was hier jetzt ganz interessant ist, ist, dass hier die Geschichte der Vampire mal dargestellt wird. Und zwar alles fing an mit Cain. Cain brachte seinen Bruder Abel um. Cain war somit der erste Mörder, den es quasi in der biblischen Geschichte gab. Für dieses abscheuliche Verbrechen wurde er von Gott bestraft und verflucht. Und zwar, er sollte nie mehr im Paradies schrägstrich auch unter der Sonne wandeln, also unter dem Antlitz Gottes. Während Cain so umherwanderte, traf er Lilith, eine böse Hexe oder Zaubererin, und beide wurden ein Paar. Lilith lehrte Cain unter anderem die
Macht des Blutes, insbesondere die Disziplin, die vampirischen. Als Cain jedoch alles gelehrt hatte, gelernt von Lilith alles gelernt hatte, was es gab, verließ er sie. Und was wir jetzt haben, ist ja ein Blutwächter. Den wir jetzt mit Blutmacht zerhacken werden. Der Gute richtet übrigens schwer heilbaren Schaden an. Das sieht man an der gelben Leiste links. Da müssen wir uns ein wenig in Acht nehmen, aber bis jetzt sieht es noch ganz gut aus. So, geschafft. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes zu sehen? Ich glaube nicht. Dann gehen wir mal zurück zu Jeanette und berichten ihr von diesem genialen Einbruch hier. Ja, das ist auch cool, diese Isolated-Musik hier im Spiel. You. What were you thinking? Ich. The museum. That was my event. Did you think I wouldn't find out? Oh, ach du Scheiße. Aber. Shut up. I thought I could control my sister as long as Tongue was out of the picture, but nothing's changed. I should have expected that you'd succumb to Jeanette's influence like all the others, but how dare you! Ich war es nicht, ich schwöre. Oh, was für eine schlechte Lüge. Don't lie to me! Jeanette already confessed she tricked you into doing it. It was probably all Tongue's idea. I'll deal with them later. But that's still no excuse for you ruining my museum. Ich schwöre es, ich habe es nicht getan. Ich habe Ihnen sogar dieses Ding vom Ocean House mitgebracht und ein Tagebuch. Excellent. I'll take that. However, Jeanette claimed you did it for her. But let's say I believe you. After all, you've acted decently and rationally up to now. I imagine you'd still like me to call off the feud. Jawohl, die Fehde sollten es mal beenden. There's only one problem. If Tongue gets word that I threatened Jeanette, which he most certainly already has. It's not likely he'll believe me. So, in order to call off the feud, you're going to have to convince Jeanette to forgive me first. Und wie soll ich das anstellen? I made some threats against my sister. Idle threats, involving fire and her impious satin sheets. She took them quite seriously and is avoiding me. I want to meet with her and explain that they were said in the heat of the moment. I asked her to meet me at the Surfside Diner to reconcile, but I'm busy with the club and my other endeavors. I'd like you to go to the diner and promise her that I don't plan to take any action against her. Wait for her in the back booth, near the phones. Und wenn ich gehe, ist die Fehde dann zu Ende? I want to see my sister. Yes, I'll call it off once I've spoken with her myself. Just do what I ask. Werde ich. So, da Jeanette nicht da ist, gucken wir noch mal kurz auf die E-Mails. Da hat sie ja zwei neue. Nochmal eine Antwort auf Santa Monica ist meine Stadt. Von Therese. Ich bin widerlich, ich habe mich nicht von dem Nosferatu angrapschen lassen. Merkst du nicht, dass er uns auseinanderbringen will, um die Stadt zu übernehmen? Okay, Jeanette scheint wohl was mit Bertram am Laufen zu haben. Aber das wussten wir, glaube ich, schon. Therese schreibt wieder. Wie konntest du, Neo? Und jetzt auch noch meine Galerie? Ich zeig dir gleich mal was, Jeanette. Die Sonne. Okay, jetzt hängt der Haussegen wirklich total schief. Da muss ich mal ein wenig Frieden stiften gehen. Mal die Vermittlerrolle übernehmen.
So. Den kann man anquatschen. Habe ich bisher noch nie gemacht. Ich bin immer sonst zum Telefon gleich gegangen. Das ist für dich und deine zwielichtigen Freunde nicht wichtig. Oder soll ich die Polizei rufen, bevor noch etwas passiert? Ja, das ist gut für dich. Okay. Hallo? Naja, zum Glück konnten wir hier noch Schlimmeres verhindern. Wenn wir jetzt einfach zum Telefon gegangen wären oder hier in die Ecke rein, dann hätten die Gangster da vorne das Feuer auf uns eröffnet. Es wäre zu einer kleinen, aber feinen Schießerei hier im Diner gekommen. Und das konnten wir halt durch unsere Gesprächsfähigkeit bzw. unsere Überredungsbegabung natürlich jetzt verhindern. Das ist natürlich gut, dass es hier immer mehrere Möglichkeiten gibt, Quests abzuschließen. Also nicht nur die brachiale, gewalttätige Tour, sondern durchaus auch mal die diplomatische. Jetzt müssen wir zurück zu Therese. Da scheint wohl irgendwas Schlimmeres im Argen zu sein mit Jeanette. Sie hat ja um Hilfe gerufen. Na komm. Gehen wir mal hier rein und schauen uns mal die Lage an. Was ist hier los? You. I'm really sorry it had to end this way. I truly am. You seemed promising, but you've been tainted by the stink of my sister's schemes. And now I'm going to make sure she never double crosses me again. Don't listen to her. She'll kill us both. Save me and I'll help you find Bertram. I swear. Shut up, Jeanette. I warned you to stay away from Tongue. He's turned you against me. I always looked out for you, but you couldn't stand my success. You had to meddle, didn't you? I didn't want it to end like this, but you forced me. You never gave me any credit for anything, Therese. I was the one calling the shots. Bertram was dancing on my leash. How does it feel to know that I beat you? Das ist natürlich jetzt eine Überraschung, also für mich nicht so ganz, ich kenne das Spiel ja schon, aber das haben die richtig gut eingefädelt. Ursprünglich dachte man ja, es sind zwei Schwestern, quasi einmal Therese Worman und einmal Jeanette Worman. Wir haben die beiden aber niemals zur selben Zeit gesehen, sondern immer abwechselnd, mal die eine und mal die andere. Und in Wirklichkeit hat dieses Mädchen hier oder diese Frau eine Persönlichkeitsstörung, also quasi Schizophrenie. Und beide Persönlichkeiten, sowohl Jeanette als auch Therese, stecken in ihr selbst drin. Und das haben die Entwickler so genial gemacht. Was wir jetzt hier übrigens die Möglichkeit haben, ist, es wird jetzt zu einer Diskussion kommen, wo es am Ende darum gehen wird, eine Person zu retten. Entweder Therese oder Jeanette. Da wir uns aber so gut zu beiden verhalten haben, wir haben sie nicht beleidigt, wir haben ihre Aufträge erfüllt. Ganz wichtig ist es auch, dass man Jeanette nicht das Amulett gibt, das Therese haben will, vom Geist oder das Medaillon. Dann hat man die Möglichkeit, wenn man entsprechend gute Überredungskünste hat, Stufe 4 braucht man, glaube ich, kann man sogar beide retten, indem man jetzt hier diese blaue Option zur Verfügung hat. Wieso streitet ihr euch? Isn't it obvious? I'm about to rid the knight of this deviant, backstabbing whore. Do you realize that despite her condition, she still fornicates with kind, no less? So despicable. So unclean. You're one to talk, dear sister. Or should I say daddy's little girl? Do you want to know just how depraved the Baron of Santa Monica can be? Shut up, Jeanette. You'd love the world to think you're a saint. When you thought I was asleep, I used to hear father come in at night. I heard him whisper how much he loved you in your ear before he... Don't finish that sentence, or you're dead.
Hört beide damit auf. Don't you want to hear what happened? How she became the pillar of the community she is today? Shut up. Just shut up. Hört beide sofort auf. Don't try and stop me. I've had to overlook her treachery, her seduction, relations with my enemies and the consequences of it. But I won't endure her any longer. Endure me? Dear sister, you've done everything you could to smother me. You love to bury me in your closet, along with all your other skeletons. I'm the good girl. You're the wicked one. You've done nothing but plot against me, when I had our best interests at heart. And despite that, I've always covered up your mistakes. I've taken care of you. And this is how you repay me? Taken care of me? You've done nothing but keep me down. Blame me for every mistake. Did you expect me to let you rule my life until the end of time? No, sister. You've had it coming since our last sunrise. Is that right, dear? If it wasn't for me, you would have never survived this long. Remember? They tried to separate us, but I refused. I chose this life and brought you into it so that we could stay together. Obviously, you've forgotten. Wenn ihr beiden weiter existieren möchtet, müsst ihr miteinander auskommen. She's a control freak. People, things, emotions. If she can't control something, she gets rid of it. And you're a wild animal. You'll rub up against anything that'll take you in for the night. Then when you're stuffed and bored, you bite the hand that fed you. Ihr habt beide immer nur gegeneinander gearbeitet. Gemeinsam seid ihr stark. I don't think that's possible. How could I ever think to trust her again? Trust me? Who could trust you after what happened with Father Dearest? Father loved me. I was a good girl. I always did what I was told. You always hated that he loved me. You disobeyed him. You brought men home when he wasn't there. You were an awful daughter to him. Das ist doch alles längst Vergangenheit, Leute. Vergesst es. Father came home drunk one day and mistook me for Therese. Because I'd fallen asleep in her bed. Don't listen to her. She's lying. Therese walked in while he was there, and she saw me lying with him, and so she went to the closet and pulled out his hunting shotgun, loaded it with deer shot, and blew his mind out all over the silly clown wallpaper. That's a lie. Father killed himself because of Jeanette. She made him miserable. As I recall, he died with a smile on his face. Was auch immer passiert ist, ihr zwei braucht euch gegenseitig. Why? How will this time be any different? Weil ich glaube, dass sie nicht ohne ihre andere Hälfte leben können. I'd be better off without her. Have you been paying attention? Oh yes, Therese. Without me, you'd be free to remake this city in your own image. It'd be the first beachfront morgue. Dann sollten sie es schon wegen der Macht tun, die aus ihrer Verbindung mit Jeanette entsteht. Therese doesn't like to share. Jeanette's irresponsible. She's undependable. A venture like mine requires class and distinction, which is something a pigtailed face-painting harlot does not lend very well. You do have a way with words, sister. You're right. I'm not in the same class, am I? I mean, murderers are so respectful these days. Therese, Sie sollten Jeanette mehr Verantwortung geben. More responsibility. So that she can ruin every opportunity I give her? Of course. You're the only one who can secure zoning permits and shake hands. I'd never be able to keep up. Jeanette, hör auf, die Pläne deiner Schwester zu sabotieren. But I only do it for attention and out of love. You do it because you're vindictive and jealous and you deserve it. Ihr könntet einen Waffenstillstand ausrufen und euch beide gleichermaßen um den Club kümmern. Und keiner muss irgendwen umbringen. If she would stop treating me like a child, if she would start behaving like a rational adult. Ihr zwei müsst doch auch irgendwann mal miteinander ausgekommen sein. Yes, there was a time. When I was a child, I didn't have many friends. I suppose Jeanette was the only one. We never did get to go out of the house much. Father wouldn't allow us. He said we'd get hurt, so we stayed inside and we imagined our own worlds. And we spent so much time there together, ruling over those places. Those were happier times, before we grew apart. Ihr wollt euch doch nicht gegenseitig umbringen, oder? I never did. No, I guess I don't. Jeanette, if I were to offer you equal control in Santa Monica, would you quit consorting with Tongue? I'll stop working against you with him.
But since I've got him in my pocket already, there's no reason for me not to pay him a little visit once in a while, when he can be of use. That's not a bad plan. There's just one more thing. I want to be in charge of Santa Monica, but only publicly. I want you to continue to convince others that our relations are strained. That way, we know who our enemies are. I agree. Geben Sie mir die Waffe, Therese. Take it. I'd hate to look at it again and think of what almost transpired. I suppose now that Jeanette and I have settled our differences, I'll call off the feud with Tongue. Bertram's hiding in an empty oil tank at the old gas station. I'll tell him to expect a visitor, and I'll ask him to be extra nice. Vielen Dank. Bis dann, ihr beiden. Please give Santa Monica's regards to the prince. And keep your tongue tied about what happened tonight, or we'll have to kill you. Oha, jetzt werden sie richtig böse, wenn wir es verraten. Nee, machen wir nicht. So, wir haben jetzt die Quest erfüllt, konnten beide retten. Sie haben die Wormen-Schwestern überredet, miteinander zu leben. Sie haben die Fehde mit Tang beendet. So, jetzt werden wir Folgendes noch machen. Wir werden jetzt noch mal kurz unseren Blutvorrat auffüllen. Hoffentlich kommt hier noch ein Spaziergänger lang. Ist der Typ hier noch irgendwo? Oh, hier ist Polizei. Was ist hier los? Crime scene. Gonna have to ask you to step back, please. Was ist hier los? Some lunatic broke into the gallery and slashed up the paintings. Everyone's a critic these days, huh? Ich hoffe nur, sie schnappen den Kerl, die Person, die das getan hat. Bis dann. Das ist ja richtig lustig. Taucht gleich die Polizei auf und sperrt die Galerie Noir ab. Jetzt stehen die schon wieder zu zweit hier. Diesmal ein Mann und eine Frau. Ah, ist das ätzend. Hier ist nix. Muss ich doch wohl noch den Typen da wieder anquatschen, wa? Where is that damn tow truck? Wir sehen uns in der Gasse. I suddenly got the urge to walk down that dark and foreboding alley over there. Care to join me? Ja, wir treffen uns dann dort. Folgt uns auch keiner? Nein, sehr gut. Da, wo wir gleich hingehen werden, brauchen wir auch wieder einen vollen Blutvorrat. Eigentlich brauchen wir durchgängig einen vollen Blutvorrat, so gefühlt. Ihr erinnert euch vielleicht noch daran, dass ich gesagt habe, wir werden nochmal kurz Tang besuchen, quasi jetzt als nächsten Schritt. Und dass wir hier auch in dem Gebiet alle Sidequests erledigt haben. Ich komme darauf jetzt nochmal zu sprechen, weil wir dieses Gebiet jetzt bald verlassen werden. Und zwar, ihr werdet es kaum glauben, Bertram Tang
versteckt sich die ganze Zeit hier in diesem Gastank. Er hat hier sogar eine Stromleitung reingelegt oder Kabelleitung fürs Internet. Mal schauen, ob hier noch irgendwas zu finden ist. Nö. Look who finally made it. Thought you'd never find me, huh? Du wusstest, dass ich nach dir suche? Du gut aussehender Nosferatu? I've gotten good at knowing when I'm wanted. Bist du Bertram Tongue? The one and only. But don't bother with the introductions, fledgling. I know who you are. Tatsächlich. News travels down the kindred grapevine like wildfire. And that courtroom spat between LaCroix and Nines Rodriguez is a juicy little morsel. And you in the middle. How interesting. Das ist großartig. Also, weißt du, dass ich überlebt habe? Oh, you did you? Well, I wasn't worried. So why did you need to find me? What did you need? Ich muss für Mercurio zu diesem Lagerhaus. Oh, never mind. The warehouse, though. I've been watching the place. The Sabbat has a bunch of low-life humans working day and night to move stuff through there. There's some major staging going on. Der Sabbat? The Sabbat. Jeez, you are green. It's like this. We're all monsters, like it or not. I'm not gonna say the Sabbat are the evil vampires, because none of us are the good guys here. But the Sabbat, they glorify their monstrous nature. They refuse to hide it and go out of their way to show it. They're also brainless and reckless. They have a life expectancy of a vampire fruit fly. Aber treffe ich da denn nur Menschen an? As far as I can tell, the humans seem to know the score from the way they've been talking. I think most of them have aspirations of joining the next graduating class of shovelheads. Ugh, losers. Oh, also die Menschen arbeiten freiwillig für den Sabbat dort, um dann mit dem Vampirismus, also dem Unleben, belohnt zu werden. Sie wissen, dass sie für Vampire arbeiten? Yeah, the Sabbat like everyone to know just who they're dealing with. So if you get in there and have to bust a few heads, don't feel bad. Think of it as upholding the masquerade. Also kannst du mich unentdeckt da reinbringen? Yes, I can. Just tell me when you're ready, and we'll leave. Once you're there, however, you're on your own. You'll have to get into the place and plant the explosives in the middle office to take the whole structure down. Ich muss erst den Tag über schlafen. Hol mich morgen in meiner Zuflucht ab, dann kann's losgehen. So, und damit endet dieser Teil hier für heute. Kurz vor dem Sabbatlagerhaus, das machen wir dann im nächsten Teil. Es ist schon mittlerweile spät, morgen früh ruft wieder die Arbeit. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr mir mal ein bisschen was dazu sagen würdet, wie ihr die Teile bisher so fandet. Insbesondere jetzt auch zu diesem genialen Plot-Twist mit den Vormit-Schwestern. Hätte ich gerne mal ein Feedback von euch, ob das für euch eine überraschende Sache war, ob das gut gemacht war und wie gesagt, da würde ich gerne eure Meinung zu hören und sonstiges Feedback auch gerne, wie es bisher so läuft. Also mir macht es wahnsinnig viel Spaß, endlich dieses Let's Play aufzunehmen. Es war, wie schon mal erwähnt, ganz am Anfang ein Wunschtraum von mir, dieses Mal für euch aufzunehmen und insbesondere künftig auch mit den anderen Versionen, Clan Quest Mod, Antitribu Mod und alles, was da noch zuzählt. Ja, ich möchte jetzt auch nicht lange mehr ausschweifen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und haltet die Ohren steif und demnächst kommt dann der weitere Teil mit dem Sabbatlagerhaus. Ciao!